zu. Danke. Herzlichen Dank. So, heute geht es um politisch korrekt sein. Habe ich, seitdem ich auf der Welt bin, ein kleines Defizit mit. Und ich habe jetzt aber vom RBB jemand zur Seite gestellt bekommen, der mich an der Hand genommen hat und mir halt jetzt erklärt, was PC ist. Ich habe dafür eine kleine Liste mitgebracht, die wir kurz durchgehen müssten. Wenn wir zum Beispiel jemanden vor uns haben, der fett ist. Also jetzt nicht fett, sondern leicht adipös. Wir gehen dann nicht zu der Person hin und sagen, boah, bist du fett. Sondern wir sagen, uiuiuiui. Sie haben aber schwere Knochen. Ja, also der ist nicht fett, ist ein Geschmacksträger. Oder sagen wir mal jetzt, das ist jetzt irgendwas nicht ganz koscher, dann sagen wir nicht, das ist getürkt, sondern das ist gesüdosteuropäisch. So, Negerküsse geht zum Beispiel gar nicht, ist nicht PC, ja. Heute sagt man nicht mehr Negerküsse. Negerküsse ist wirklich auf der schwarzen Liste ganz oben. Ja, das dauert immer ein bisschen. Aber macht euch keinen Kopf, ich hab den zum Anfang auch nicht verstanden. Also man sagt heutzutage nicht mehr Negerküsse, man sagt orale Zuneigungsbeweise dunkelpigmentierter Minderheiten. Oder jetzt, also jetzt nicht gegen Sie jetzt. Aber wir setzen den Fall. Wir haben eine Hackfresse vor uns. Man sagt denn nicht, boah, haben Sie eine Hackfresse? Sondern man geht hin zu der Person und sagt, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie gesichtlich Dresden 45 sehr nahe kommen? Wisst ihr denn? So. Hausfrau sagt man auch nicht mehr, das heißt jetzt Indoor-Woman. Und Hühnerficker geht gar nicht. Das heißt jetzt Chicken Romeo. Hammer. So, dann wollen wir mal loslegen. Halt die Pappe hoch. Du musst sie, hast gerade gemerkt, ne? Du hast die Pappe zu spät hochgehalten. Das ist scheiße. Du kannst dich auch neben mich stellen, weil jetzt bist du, der Maulwurf ist enttarnt. Ja, weil es sein könnte eventuell, dass der Kurt Krömer alles von der Pappe abliest. Halt sie hier rein, schmeiß sie hier rein. Tut mir leid, dann geht es nicht auf, Ingrid, wenn man es weiß. Jetzt sieh mal zu, wie du an die Pappe jetzt rankommst. Nervt mich. Alle haben diese Teleprompter-Ding. Da wird alles abgelesen. Aber nein, wir beim RBB halten Pappen hoch. Von einer Frau, die keine Hände hat, oder was? Mann, 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 Mann. So. Inge, ich bin keiner, der irgendwie andere Leute anscheißt. Herr Regisseur, Ingrid war schuld. Danke, Herr Mayer. Macht Spaß für Sie zu arbeiten jetzt. Danke. Aber Ingrid war wirklich schuld. Wir schneiden es auch nicht raus, wir lassen es drin, Ingrid. Siehst du, wer am längeren Hebel sitzt? So, wir zeigen jetzt für heute Abend unsere erste Matz. Ich hab ja... Der Kameramann lacht jetzt, oder was? Wir kommen da noch ein bisschen näher, damit man dich nicht sieht. So, wir zeigen jetzt die erste Matz. Wenn du nochmal lachst, kriegst du einen gescheuert. Heute dir einen Spaten an den Hals.
kann das ruhig sagen, weil meine Mitarbeiter sprechen kein Deutsch hier. Das ist alles, haben wir aus Polen rübergeholt, weil es billiger ist. So, schön. Politisch korrekt heute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hat alles mit dem Imagewechsel zu tun. Bin anders geworden. Haut doch das schon runter, wenn ich die Anmoderation noch gar nicht gemacht habe. Es läuft gar nichts heute. Was nehmt ihr denn für eine Show auf? Jetzt Latte unten! Komm, ist egal, das ist eine Katastrophe! So, dann spulen wir nochmal von der Kamera die VHS-Kassette zurück hier. Das davor brauchen wir nicht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe ja eine Randgruppe zusammengestellt. Also ich habe mit jemandem, der ein Down-Syndrom hat, ich habe mit einem Rollstuhlfahrer, mit einem Schwarzen, mit einem Blinden und mit einer Frau, die 85 Jahre alt ist, die Rant-Gang gegründet. Und wir kommen jetzt zu der Rubrik, die Fahrt durch von Berlin nach Potsdam. Und wir zeigen heute das Kapitel Ausgesetzt, die Rant-Gang. Bitte schön. Im Sommer 2012 brachen 6 von der Gesellschaft geächtete Menschen in einem ausrangierten Polizeibus zu einem Ausflug auf. Die Rant-Gang. Einer von ihnen war der in Teilen von Deutschland weltbekannte Komiker Kurt Krömer. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden und erwarten das Gleiche von ihnen. Hier geht es um einen Ausflug mit Menschen, die kein Problem mit ihrem Problem haben. Roland Mastio, was soll ich euch mitbringen? Geh pinkeln. Kick mal hier, haben sie angebunden. Warte mal. Scheiße, hab ich was verloren oder was? Jerry, liegt da ein Bein irgendwo? Jetzt hat die Rant-Gang ein neues Mitglied, einen Hund mit 3 Beinen. Wird die Rant-Gang trotzdem im Takt bleiben? Das sehen Sie in der nächsten Folge. Die Abenteuer der Rant-Gang gibt es immer hier bei Krömer Late Night. Ja, nächste Woche mehr von der Rant-Gang. Wir kommen zu unserem ersten Gast, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich riesig. Ein Kollege von mir. Es gibt nicht viele Leute, die ich gut finde im Showbiz. Also fast eigentlich nur ihn und er ist heute da. Er kommt jetzt raus. Ich liebe diesen Mann wirklich. Ich sage ihn jetzt an. Muss ich ihn abholen, Ingrid? Ja, sprecht doch rein in die Aufzeichnung. Das mit den Pappen haben wir völlig aufgegeben, oder was? Serdar Somuncu! Was ist denn los? Ja, wegen Ingrid. Die hat alles kaputt gemacht. Ich weiß, das haben wir auch schon gesehen. Serdar Somuncu! Was hast du hier für Asoziale? Ein Pappe hochhalten, das kann doch jeder. Schönes Theater. Das ist jetzt neue Masche. Je asozialer das Publikum, desto schöner das Theater. Also bei RTL, hier ist natürlich deckungsgleich. Asoziales Publikum, asoziales Theater. Ist mir jetzt aufgefallen, das ist jetzt neu. Immer diese 2 Pole, zwischen denen man sich hin und her bewegt. Extremismus und Ignoranz. Also man hat nicht viele Möglichkeiten zu wählen, heißt das. Entweder man lebt vegan oder man nimmt im Kauf, dass es im Supermarkt nur 3er-Packungen gibt. Wurst, die man in 3 Wochen nicht auffressen kann. Das schmeißt man schon, wenn man sie kauft, 3/4 weg, damit man nicht so ein schlechtes Gewissen hat. Gibt's auch bei ganz vielen anderen Sachen. Zum Beispiel auf der einen Seite ist man gerne Voyeur, ja? Man möchte wissen, wie Fritzel seine Kinder im Keller eingesperrt hat. Auf der anderen Seite ist man echauffiert, weil man sagt, sowas denkt man nicht oder sowas sagt man nicht oder sowas guckt man nicht. Irgendwie partizipieren wir alle daran. Und das Ungleichgewicht, das dabei erzeugt wird, das ist ganz seltsam. Manche nennen es Political Correctness. Auch in der Politik zum Beispiel gibt es ein Ungleichgewicht, aus dem Political Correctness entsteht.
Ja. Regiert auch durch unsere Ängste, die zulassen, dass wir lieber political correct als political eindeutig sind. Wir haben ja ständig Angst, dass was falsch läuft. Und unsere Ängste regieren unser Denken und Handeln mehr als die Revolutionen, nach denen wir uns sehnen. Und dann kommen so Dinge zustande wie die Mörderbande der Rechtsterroristen in Zwickau, NSU, 12 Jahre lang an uns vorbeigemordet. Und wir haben uns erschrocken. Na, wie konnte das passieren? Der Verfassungsschutz hat gepennt, ja? Wir alle dazu haben, was weiß ich, für Motive unterstellt. Und als es rauskam, 12 Jahre später, haben wir erst eine Gedenkminute im Bundestag gemacht. Und Seehofer, ja, der hat zum Beispiel vor ein paar Tagen gesagt, das ist dann das Gegenstück zum Extremismus, was aber fast wieder deckungsgleich mit dem Extremismus ist, wir sollen uns doch nicht so über dieses Gezeter über die Rudererin Drigalla aufregen. Das wäre Betroffenheitsrhetorik. Dabei ist es ganz sinnvoll, sich zu fragen, warum der Dame nicht aufgefallen ist, dass sie jahrelang mit einem führenden NPD-Funktionär zusammengelebt hat und sich jetzt plötzlich davon distanziert. Was hat er erzählt, als er nach Hause gekommen ist? Wir waren mit ein paar Freunden unterwegs. Ja. Baseballschläger so in die Ecke gestellt. Ja. Bei mir ist das auch so. Das Schlimme ist, bei mir ist das auch so. Obwohl ich also als ehemaliger Ausländer ja was Besseres sein müsste. Ich bin ja mittlerweile Deutscher, also Passdeutscher. Kopftürke, Passdeutscher. Hosentürke, Klamottendeutscher. Von innen gesehen. Von außen deutsch, innen türkisch. Also in der Frau auch innen türkisch. In der deutschen Frau besonders. Also bei mir ist das genauso. Wenn ich versuche, political correct zu sein, dann denke ich, ja, nachher fällt noch auf, was ich denke. Aber verarschen lassen will ich mich auch nicht. Bei ganz banalen Sachen. Zum Beispiel, wenn ich sonntags beim China-Taxi Pizza bestellen will. Weil ich rufe ja beim China-Taxi an, um Pizza zu bestellen, weil der China-Taximann, der eigentlich Vietnamese ist, den Hals nicht mehr vollkriegen kann und auf seiner Karte alles anbietet. Ich weiß, dass der Vietnamese ist, weil ich kann, ich bin ja political correct, unterscheiden zwischen dem Vietnamesen, der zum Beispiel anders spricht auch als der Chinese. Der Vietnamese spricht so, der Chinese eher so, und da rufe ich da mit meinem toleranten Gefühl an und denke, wie bestelle ich denn jetzt politisch korrekt? Ich habe ja ein Wort gelernt auf Vietnamesisch. Pho. Das muss man auch so aussprechen. Pho. Das ist so eine Suppe mit so Gedöns drin. Fleisch, Gemüse. Ich rufe da also an. Jeder Taxi, guten Tag. Guten Tag. Haben Sie auch italienische Küche? Ja, haben wir auch, ja. Pizza Margherita, alle. Haben Sie auch indische Küche? Haben wir auch. Chicken Garam Masala, Huderfleisch, haben wir alle. Haben Sie auch deutsche Küche? Ja, haben wir auch. Aber dann traue ich mich doch wieder nicht und schwenke um zur Political Correctness und sage dann, ich hätte gerne einmal und versucht dabei, ein möglichst vietnamesisches Gesicht zu machen. Da sagt dieser Tarnchinese, warte, das haben wir nie. Wie heißt das? Warte, das ist Suppe mit Gemüse, gegoren mit Fleisch. Vietnamesisches Nationalgericht. Wie heißt das? Fahr zur Hölle! Ah, Sie beide, fahr! Der hat das genauso ausgesprochen. Da habe ich mir natürlich gedacht, also wenn die Political Correctness nichts bringt, dann schwenke ich direkt um! Weil deutsche Küche hat er auch! Haben Sie dort? Ja. Dann hätte ich gern ein Schnitzel Holsteiner Art. Kann man bitte nur mal sagen? V1! Dankeschön. Serdar Sobuncu, Dankeschön. Nimm Platz, Serdar.
Willst du was trinken? Ja. Was nimmst du? Alkohol. Ja. Ist doch Ramadan. Ach stimmt, wir haben, naja, obwohl, die Sendung wird ausgestrahlt. Ist denn Ingrid? Ja. Ja, was? Ja, Datum. Wann wird die Sendung ausgestrahlt? 29. September. Ich hab's mir gemerkt. Ich wollte nur fragen, ob du das auch weißt, Ingrid. Aber selbst wenn Ramadan heute wäre, ist es ja schon dunkel. Also können wir, kann man dann saufen eigentlich? Bist du jetzt, hast du einen deutschen Pass jetzt, ja? Ja, ja. Und was geht ab? Wie fühlt man sich? Also das Problem ist halt... Kann ich mich ausziehen, Sarah? Bei mir bricht der Damm. Der Damm bricht? Das ist doch, wenn... Ach so, nein, das ist so. Das ist bei Geburten, ne? Dammbruch. Ah? Da weiß man, na okay. Weiß ich nicht, ich kann keine Kinder mehr kriegen durch Alkohol. Prost, Herrler. Prost. Stimmt es, dass du Eiche rustikal magst, dass du Gartenzwerge sammelst und gerne so Schweinshaxe und so isst? Wer hat das gesagt? Das habe ich in der Zeitung gelesen. Du verwechselst mich mit Bülent Ceylan. Ach so, ja. Deswegen habe ich schon gedacht, du hast den Namen geändert. Nein. Nee, aber das ist Bülent. Bülent macht das, glaube schon seit Jahren erfolgreich. Und er füllt ja jetzt auch Stadien. Aber wenn man das so macht, ist das denn noch Integration oder nicht schon Arschkriecherei? Das würde mich jetzt dazu zwingen, was Böses über meinen lieben Kollegen Bülent Schneemann zu sagen. Es ist Hurendienst. Bitte? Hurendienst. Was er macht? Ja, also Türken so zu spielen wie Leute, die nicht wissen, wie Türken sind, damit sie denken, Türken seien so, wie sie gespielt werden von Türken, die gar nicht wissen, wie sie sein müssten, damit sie so sind, wie sie nicht sind. Na, ich kann, ja. Das ist wie Kurt Krömer ohne Sakko. Also. Ja, danke. Nee, aber ist doch so. Ich bin in Neukölln, ich habe viel mit Türken zu tun und ich glaube, dass es vielen Leuten auf den Sack geht, dass der Türk immer der ist, der an der Tür steht und sagt, du kommst hier nicht rein. Ja, Türken gehen sowieso vielen auf den Sack, mir auch. Also, nee, dass es denen auf den Sack geht, dass sie so dargestellt werden. Ach, den Türken geht auf den Sack, dass sie so dargestellt werden? Ja. Aber die sind doch so. Nein. Ach so, hätte ich mir sparen können, jetzt die Frage. Okay, ich will dich nur animieren zur Intoleranz. Ich glaube, irgendwo steckt in dir auch ein kleiner Nazi. Meinst du? Woran hast du das jetzt gemerkt? An dieser komischen Haltung, die so kurz davor ist, den Arm auszustrecken. So ja. Getarnt unter, ich habe Verspannung. Stimmt, ich halte mit der linken Hand den rechten Arm fest, damit er nicht hochgeht. Ja. Aha. Man wirkt hier wahrscheinlich immer so ein bisschen devot auf dem Sofa, ne? Ja, wir können uns auch ins Bett legen. Kann man machen. Komm. Ziehen wir dabei uns aus? Ja, das machen wir dann nach der Sendung. Aber du kannst gerne was anbieten. In Kamera 3 kannst du dich ausziehen, ich lege mich hier hin. Also ich kann die Hose ausziehen, aber ich glaube, ich habe eine vollgepisste Unterhose. Das kommt nachher schlecht an. Hat deine Mutter dir nicht gesagt, dass man immer einen frischen Schlüpper anziehen muss, falls man irgendwie ein Krankenhaus kommt oder so? Ich habe immer die Schlüpper... Meine nicht, aber deine. Ey, guck mal, voll. Ich zieh den Ton in der Hose jetzt. Zieh dich aus. Ich sag gleich, lass die Socken immer an. So. Schön. Nee, ich komm gleich. Gut. Hase, leg dich hin. Aber Löffelchen, ja? Ja, ja. Du, ist das erste Mal, dass ich mit einem Türken im Bett bin. Will ich, dass man meinen Arsch sieht, Schatz? Gut, Zerda. Scheiße, jetzt hab ich die Fragen drüben. Ich hab die Fragen drüben gelassen. Siehst du, ich muss eh aufs Klo nochmal. Nee. Zerda, du bist im Fernsehen bist du immer so aggressiv. Und jetzt wollte ich fragen, gibt es jetzt auch, also jetzt die Frage erübrigt sich auch sanfte Momente. Machst du da gerade was mit deinem Geschlecht an meinem Bein? So, wie mit meinem Geschlecht ist doch nicht am Arsch. Ach so.
Ach so, stimmt. An bei Türken ist es wie bei Deutschen auch, wa? Was denn jetzt? Unterhose im deutschen Fernsehen, ey. Und dann über Türken motzen, die sich zu Huren machen. Ja. So, Hase, du hast den Job. Los, reib mich ein mit deinen zarten Händen. Gut, Zerda, geh du rüber. Ich hab mir vor Freude in die Hosen gepullert. Ich muss hier bleiben. Das sieht so geil. Ingrid, ich kann die Pappe nicht sehen. Die ist weg. Die ja. War echt weg. Ist warte, sie beleidigt? Ich lese dir vor, was draufsteht. Boah, ich habe einen riesen Böllermann in der Hose. Lies mal vor, was auf der Pappe steht. Was kommt? Zeig mal. Mats Sport 2. Soll ich ankündigen? Ja, ach so, da wollte ich noch sagen, das ist die Mats Sport 2. Den ersten Teil kennen Sie ja von der letzten Woche. Das ist super. Das ist immer mein Publikum, weißt du, intelligente Menschen, die jede Sendung gesehen haben. Nicht, dass man irgendwie im Warm-up hier noch elendig erklären muss, dass man hier irgendwie verquer dreht und dann kommt das und dann kommt das. Ich liebe euch und wir sehen jetzt die Mats 2 von Sport 1. Nee. Ach, Mats ab. Keep going, come on, keep going, all the way, all the way. Ja, Moment, all ich brauch Platz. Ich go, er muss on. Weg, weil er hat ja nicht, er muss ja Platz machen. Ach so. So, ja. Ach so. Na, das ist ja nicht schwierig. Nee, das brauchen wir nicht zeigen, das ist ja unspektakulär. Wir brauchen nur spektakuläre Bilder. Ich meine, ein alter, dicker Mann sitzt auf der Matte und haut sich auf den Waden. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung, das stimmt nicht. Weißt du, was ich mir vorstelle, das ist eine Kiste Bier. Ah, ist das schwer, ey, das ist ganz schön schwer. Weißt du? Not accepted. No. Get that shit out of here. Get out of here. Jetzt wird er böse. Also, no smoking, it's forbidden here. Gut. Und die waren gut, oder was? Die hab's doch gesehen teilweise. No. Ja, wir müssen mehr trinken. Excellent. Very bad. Schleimer. Very. Scheißer. Scheißer, ja. Hast du gehört, ihr Scheißer? No, he's good. Scheißer. Also. Danke. Macht's gut, mein Freund. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Ihr Scheißer. Ja, erste Flips, ich habe nur eine Frage. Habe ich noch eine Frage? Ach so, du hast mal gesagt, dass auch Tote das verdienen, dass man sich über sie lustig macht. Gilt das auch für Halbtote, so wie wie's ich, Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen? Ja, die machen sich ja selbst schon lächerlich. Da muss man nicht viel machen, aber grundsätzlich ist das richtig. Ich bin der Meinung... Da wollte einer klatschen. Wenn Sie alleine klatschen wollen, dann stellen Sie sich ruhig gegen die Gruppe und klatschen jetzt alleine. Schön. Ist aber auch weit weg. Also das. Meine Mutter. Es ist so. Sag ich immer, wisst ihr, wenn alles nicht läuft, dann sag ich immer, Mama, dann klatsch du. Nee, entschuldige bitte. Grundsätzlich ist das richtig. Ich bin ja in meinem Programm neuerdings nicht Kabarettist oder Comedian, sondern ich gebe mich als Prophet aus, als Prophet der Beleidigung, um ein bisschen was wiederzugeben aus 50 Jahren Intoleranz, die wir vermeintlich hier erlebt haben in Deutschland. Ist natürlich auch ein bisschen Klischee. Und deswegen beleidige ich einfach flächendeckend und man guckt, was dabei passiert. Interessant ist übrigens, dass sich immer die am meisten aufregen, die es in dem Moment betrifft. Aber diejenigen sind auch dann die gleichen, die am meisten lachen, wenn es mal die anderen betrifft. Das heißt also, es hat sich noch nie zum Beispiel jemand beschwert, wenn ein Türke hat sich bei mir beschwert, wenn ich Türkenwitze mache, aber wenn ich dann Judenwitze mache, fand das wieder super.
Man muss also gleichmäßig austeilen und deswegen ist auch die Devise des Programms, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Das ist gut, weil ja für jeden was dabei ist. Ja. Und, ja. Und weißt du, ja, nee, das musst du selber fragen. Nee, frag du. Berliner Wort, ich muss raten. Schnaffte. Oh, Schnaffte? Ja. Das ist eine Ohrfeige, wenn man... Eins, ich sehe bis fünf. Eine Ohrfeige Drei. Beim Geschlechtsverkehr. Fast. Also wenn man... Manche macht das ja an, so dass man sie ohrfeigt beim Geschlechtsverkehr und dann... Gib mir eine Schnaffte! Ja, ja! Schnaffte! Ja. Nee, Schnaffte heißt Knorke. Also Dufte. Knorke. Dufte. Nee, Dufte ist Dufte. Schnaffte ist Knorke, Dufte ist für sich alleinstehen. Aber Knorke, also ist, doch Knorke in ist Knorke, kann auch nur Knorke sein, Schnaffte kann Knorke sein, Knorke aber nie Schnaffte. Wenn man Dufte ist, nur Dufte. War, hab ich doch. Ist es wieder hin. Wir reden über was Lustiges. Du hast 800 Mal aus Mein Kampf vorgelesen. Ja, nee, mehr. 1500 Mal etwa. Wir kennen uns ja erst, ich weiß nicht, wir kennen uns ewig, aber bei der Aktion damals war ich nicht mit dabei. Wie lief das ab, als du aus Mein Kampf vorgelesen hast? Oh, es ist schwer, das so in ein paar Minuten zu erzählen. Das waren so viele Na, wir können ja eine Sondersendung machen. Ingrid bereitet die Pappen vor. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Geht das ganz kurz oder... Es lief sehr unterschiedlich ab. Von sehr, sehr gefährlich und aggressiv bis sehr gefällig am Ende. Und das war auch so die Gratwanderung, die spannend war. Aber das war auch der Punkt, an dem Schluss sein musste. Also am Anfang war es sehr, sehr schwer. Viele Leute haben das nicht verstanden, wollten es nicht verstehen. Die Lager haben sich da auch immer die Klinke in die Hand gegeben. Mal waren es die Rechten, mal waren es die extrem Linken. Und zum Schluss war es schon fast zu einfach. Also da war klar, worum es geht. Und vor Gleichgesinntes zu erzählen, war dann ein bisschen langweilig. Viel spannender ist natürlich, wenn man mit so einem Programm auch zu Nazis geht. Weil das wollte ich gerade sagen. Das ist ja, du bist ja jetzt nicht irgendwie im Kabarett damit aufgetreten, sondern du bist richtig da eingegangen, wo es auch wehgetan hat. Ja, ich habe vor 300-400 Skinheads gelesen, die mich alle umbringen wollten. Ähnlich wie hier in deiner Show zu Ja, sein. Du lachst, aber... Nee, das war nicht zum Lachen. Das war in dem Moment wirklich sehr, sehr traurig sogar fast, weil man ein Abbild eines Zustandes bekommen hat, den so viele nicht kennen. Also ich bin da durch die Republik gefahren und wir reden ja oft über dieses Thema, wie ich finde, sehr oberflächlich. Meistens wird ja das NPD-Verbot gefordert, wenn irgendwo Nazis auftauchen. Aber wie es dann wirklich im Kern der Sache ist, vor Ort, wie Leute sich tatsächlich strukturieren, in vielen Gegenden Deutschlands an uns vorbei auch strukturieren können, das ist schon eine Erfahrung, die man gemacht haben muss. Aber es ist auch eine sehr erschreckende Erfahrung und eine fernab von allen politischen Diskussionen. Und du hast das über wie viele Jahre gemacht? Ich habe 6 Jahre gemacht und das war viel zu lang eigentlich. Weil du bist richtig mit Polizeischutz und ja. Bombenhunden sind vorher durchs Theater gegangen, haben das gecheckt irgendwie und draußen standen die Idioten und wollten dich umbringen. Ja, das war ähnlich wie bei dir. Also ich war auch immer unheimlich... Also, ja, da stehen ja jetzt nur 50, 60. Ja, aber das Interessante ist, der Anarchismus, den du auslebst vor Leuten, die keinen Bock auf dich haben, ist viel spannender als der Anarchismus, der sehr kultiviert wirkt, weil Leute im Ansatz schon verstehen, wie du es meinst. Und das war mein Ziel, als ich diese Tour gemacht habe. Ich konnte viel spielen vor Leuten, die mich mögen und sagen, was die wollen. Aber viel spannender war zu spielen vor Leuten, die mich nicht kennen und vielleicht sogar nicht mögen. Und im Spiel vielleicht sogar zu schaffen, sie zu überzeugen. Und da habe ich eine Menge gelernt. Aber es war dann zum Schluss auch so, dass ich dachte, ich muss nicht alles wissen. Denn mit Polizeischutz unterwegs zu sein, 24 Stunden am Tag, ist sehr, sehr unangenehm. Aber hast du denn das Gefühl, dass du Leute rübergerettet hast, die sagen, ich habe das jetzt verstanden, was das für ein Scheiß ist und hör damit auf? Ob ich das geschafft habe, weiß ich nicht. Ich würde aber sagen, dass ich zu einer Diskussion beigetragen habe, die ja heute auch noch stattfindet. Das bayerische Finanzministerium, das ja die Urheberrechte zu Mein Kampf immer noch besitzt bis 2015, überlegt ja jetzt neuerdings, ob sie nicht eine kommentierte Ausgabe von Mein Kampf herausgeben wollen, weil sie festgestellt haben, dass Verbote meistens eher dazu beitragen, dass Leute Interesse für etwas entwickeln und das Interesse im Stillen, im Verborgenen viel spannender ist, als wenn es offen zutage liegt und jeder sehen kann, was man mit diesem Interesse macht. Also ich habe da Respekt vor. Ich finde das gut. Ich habe vor deiner Arbeit auch großen Respekt. Naja, ich setze mich hin und quatsche blöde. Du hast irgendwie da schon ein bisschen was erreicht. Aber ich finde das gut. Man merkt ja auch in der Comedy-Show hier bei Krömer, der Saal kocht.
Ja, jetzt darf man das machen, in einer Comedy-Show über Nazis sprechen, Holocaust, Nationalsozialismus? Also ich weiß nicht, ich fühle mich diesem Dogma nicht unterworfen, Comedy zu machen oder Kabarett, sondern wir haben hier eine Show, hier sitzen Leute, die uns zuhören, später Leute vor dem Fernseher, die uns zusehen und vielleicht auch zuhören. Und unser Auftrag ist nicht, stumpf zu unterhalten, sodass die Zeit einfach vergeht, ohne dass man sie spürt, sondern sie mit irgendwas zu füllen. Und still sein heißt nicht leer sein. Das kann auch heißen, dass Leute gut zuhören. Und jetzt kommt Ingo Oschmann, hallo! Das wäre jetzt schwierig, war jetzt ein Komiker einzuhören, der sagt, wo man das wieder hoch wäre jetzt. Ich glaube, die meisten sind so unempfindlich, die machen das einfach. Für Geld, ja. Ja, nee, auch für Anerkennung. Anerkennung ist ja was Gutes, aber es gibt halt Grenzen. Wenn man sich selbst verleugnet, um Anerkennung zu bekommen, dann ist es sehr schmerzhaft. Gut, ich habe jetzt gerade wieder so ein ernsthaftes Thema und ich habe die Hose jetzt noch offen. Ja, du warst so im Anschlag schon bereit, auch mit mir ins Bett zu hüpfen. Ja, du hast es nicht gemerkt, ich war fertig schon. Du bist schon seit längerer Zeit. Ja. Du bist schon seit längerer Zeit aber auch rattig auf mich, ne? Ja. Immer diese Anrufe auch so. Hallo, jetzt kurz. Schläfst du schon, mein Mäuschen? Ich liege nackt auf meinem Leopardenfell. Ja, dann reibe mich ein mit Matt. Das ist irgendwie so der Tag der Wahrheiten heute, war? Heute knallen wir Sachen raus, die keiner wissen darf eigentlich. Mit Matt einreiben? Ist das geil? Fantastisch. Ich hab immer 3-4 Kilo Matt irgendwie neben dem Bett irgendwie zu liegen, weil man weiß nie, wer kommt. Wenn man dabei den Schlüpper von seiner Mutter trägt, ja, und knastet. Der ist ja auch voll mit Matt dann. So, wir kommen... Wie war das Wort? Bitte? Knafte? Schnafte. Schnafte ist wie Knorke, Knorke ist nicht Dufte. Wir kommen zu unserem nächsten Gast. Freue mich sehr. Sie reißt das Ruder rum. Ich wollte nur das Bett machen. Ja, genau. Ist eine Frau, vielleicht können wir da auch was anbieten. Ich begrüße Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zerda macht das Bett. Michaela Schäfer. Hallo. Hallo, kommen Sie rein. Hallo. Zerda Somunjo, Michaela Schäfer. So, wo kann ich mich denn hinsetzen? Sie setzen sich bitte hier hin. Wir machen ein Rotationsprinzip, Herr Somunjo. Also. Ja, siehst du, kommen die Migranten, nehmen uns die Frauen weg. Wollen Sie auch so einen Neukölln-Champagner haben? Ich mach mal raus hier, das ist ja unhöflich. Soll ich was zu trinken holen, Chef? Ja, was wollen Sie trinken? Was trinkt ihr? Champagner. Ja, nehme ich auch. Ja, Champagner bitte. Wo ist der Kühlschrank? Frau Schäfer, Sie sind angezogen. Wie kommen wir zu der Ehre? Ja, ich dachte mir, ich passe mich mal an, ja? Bist ja auch sehr angezogen. Ich passe mich einfach an. Du willst wohl, dass ich mich ausziehe, dass ich in der Wohnung gehe? Das ist ein ganz alter Trick. Entschuldigen Sie bitte, wir stehen unter Strom. Ja. Ich rieche jetzt wie ein Alki. Ich komme gleich zur Sache. Mögen Sie Matt? Da bringt doch nicht so eine Unruhe rein. Schnaffte. Also, Problem ist, haben Sie Probleme mit den Möpsen oder was? Ja, weil diesen Buddy, den habe ich mir irgendwo vor Jahren halten, gekauft. Oder? Da hatte ich noch nicht so große Brüste. Aber bitte? Ich kann mich nicht trennen. Ach, die sind gemacht, die Dinger, ja? Ja, logisch. Was denkst und? Du denn? Costa Quanta? Naja, die haben noch einen Bildungsauftrag hier auch. Was kosten die Hupen jetzt? Haben wir sie im Bild? Gut. Also wollen Sie damit sagen, Ihre Textilallergie ist überwunden? Sie haben jetzt... Fast. Ich arbeite dran. Arbeiten? Was arbeiten Sie? Das frage ich mich auch manchmal. Eigentlich habe ich keinen richtigen Job. Ich suche noch.
Ich hoffe, ich finde ihn irgendwann mal. Ja. Vielleicht. Ich hätte da mehrere. Vielleicht gibt es Angebote? Ja, für Jobs, ja. Warum bist du eigentlich so weit weg? Ich muss jetzt persönlich gehen. Warum ich so weit weg bin? Ich war schüchtern. Moment lang. Du schwitzt, Serda. Nee, ich hab gespritzt, also mit Sekt. Ach so, ja. Hast du noch das da drin? Was, wo drin? Ihr habt doch gesehen, uns da was reingemacht. In der Hose? Ja. Da habe ich was drin, ja. Aber immer noch das Kunstding, ja, da. Mhm. Auch noch künstlich, ja, mhm, so wie ich. Oh, du siehst total geil aus, so. Was? Und du hast mir dabei in die Augen geguckt. Ist das ungewöhnlich? Ja, die meisten sagen das anders. Ah, die gucken auf deine, wie nennt man das im Fernsehen? Schnafte. Wir haben, ich habe gelesen, Sie stehen auf ältere Männer. Stimmt das? Also ältere umso Männer? Älter, umso besser, ja, und noch so ein bisschen warm, ja? Oder? Ja, vor allen Dingen auch Brusthaare, Anzüge, finde ich cool. Aber ich sehe, ja, hast du einiges zu bieten, ne? Ich habe einiges zu bieten, mein Mädchen. Ja, obwohl das schon sehr viel ist, finde ich. Ja, ich habe auch, guck mal hier ein bisschen. Du auch? Ja, nicht so viel. Ja, ist aber schon, ja, Manieren, Frau Schiefer. Lass mich doch mal eine Frage stellen, ja, du Arschkopf. Was heißt denn jetzt Arschkopf? Knafte, Schnafte. Knifte, Knorke. Ich hab gedacht, wir sind Freunde. Du kannst mir doch jetzt nicht in den Rücken fallen. Was soll das denn? Ja, Entschuldige. Freunde. Ich hab... Wollen wir was spielen? Ja, ja, ja. Wir, ja, spielen jetzt Deutschland sucht den Super-Hitler. Wollen wir? Ja. Ich habe vier Kandidaten zur Auswahl und wir prämieren dann den besten Hitler. Ist das PC, Ingrid? Läuft, gefällt mir. Können wir mal die Nummer 1, bitte? Wir sind die Jury. Ihr seid Dieter Bohlen und du bist Thomas Gottschalk. Okay. Das wäre jetzt Kandidat 1, der Hitler, der nicht schwimmen kann. Grüß Gott. Hitler Nummer 2. Oh mein Gott. Hitler Nummer 3, bitte. Müssen die eigentlich applaudieren, wenn du was sagst? Nee, ne? Nein, nein, das ist hier freiwillig. Wir sind nicht bei RTL. Wäre es da salonfähig, werdet jetzt der Neukölln-Hitler, glaube ich. Und wir kommen zu Hitler 4, bitte. Michaela, hier ist Ihr Herzblatt. Für wen würden Sie sich entscheiden und mit den Kurt Krömer Hubschrauber auf den Obersalzberg fahren? Mich macht die Blondine ziemlich an gerade. Mich auch, die ist aber raus schon. Was? Ja. Herr Somuncu? Mich macht das an, dass Sie die Blondine anmacht. Gut. Also ich wähle den... Du kommst offensichtlich aus Südamerika, ne? Das passt zu Hitler? Chile oder so? Darf er reden? Ah nein, der Hitler? Ja, weiß nicht, ob Hitler reden kann. Sag Nick nur. Nick. Nein, der hat Nick gesagt. Ich hab Nick nur und er hat Nick gesagt. Hat er gesagt, ja? Eine Sternstunde des deutschen Fernsehens. Hitler mit dem Schwimmflügel hat Nick gesagt. Nur hier bei Krömer Late Night. So. Gut, dann würde ich sagen, danke an Hitler, 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 Hitler. Nehmt Platz im Bett. Und macht irgendwas. Dankeschön. So, Frau Schäfer, haben Sie noch was? Gibt es was zu promoten noch? Oder? Nö. Manieren, habe ich noch gelesen, ist auch wichtig für Sie, wa? Ja, Komplimente. Ich höre sehr, ja, gerne Komplimente von Männern, ja.
Wie ist es, wenn jetzt ein Mann Ihnen nicht die Schlafzimmertür aufhält, gehen Sie dann beleidigt nach Hause, oder? Im Schlafzimmer habe ich eh nie Sex. Also, das ist ja was für alte Leute. Ja? Wenn ich mich hier umgucke, kann man überall machen. Ja. Na, hier nicht. Ist nicht, ach, so wir beide jetzt, oder was? Ist nicht so konstruiert, die Wohnung für... Na, weil da schon dermaßen viel rumgenudelt worden ist, dass der Tisch, also hier würde ich es jetzt nicht mehr machen, aber auf der Bar hatte ich noch nicht. Mhm. Aber ich stehe auf Zerda. Auf mich stehst du? Ich habe mich gerade versprochen. Gut. Hast du, darf ich wieder eine Frage stellen? Ja, stell du die Frage. Ich verabschiede mich derweil schon von Krömer Late Night Show. Zerda Gumunju stellt jetzt noch die Frage, die alles im deutschen Fernsehen auf den Kopf stellen wird. Und mit diesen spektakulären Bildern geben wir ab ans Nachtmagazin. Spürst du mit den Lippen was, wenn du was in den Mund nimmst? So, das war's gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war Krömer Late Night Show mit Zerda Gumunju und Michaela Schäfer. Und natürlich den Hitler-Double, die alle gewonnen haben. Komm, wir verbeugen uns noch. Zerda Gumunju, Michaela Schäfer. Gute Nacht. Stay.